Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und bei einem neuen Let's Play. Und wie ihr schon sehen könnt, knöpfe ich mir jetzt mal Skyrim vor. Ich habe Skyrim schon länger hier in meinem Regal liegen, habe es aber noch nie angeworfen. Ich weiß gar nicht warum eigentlich und kenne mich mit dem Spiel eigentlich nicht so wirklich aus, muss ich jetzt sagen. Ich habe hier eine Legendary Edition. Keine Ahnung, ob die jetzt gut ist oder nicht. Ich sehe nur, dass hier drei DLCs enthalten sind. Ja, ansonsten bin ich hier ziemlich ahnungslos, was dieses Spiel angeht und bin da ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Hoffe, dass ihr mir da ein paar Tipps in die Kommentare schreibt. Der Vorschlag, mal Skyrim zu spielen, kam ja auch von euch. Und ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe ein paar Mods installiert, aber keine, die jetzt, was weiß ich, mir hier 100 Leben oder keine Ahnung was verschaffen, sondern nur welche, die die Grafik verbessern und das UI vom Inventar, meine ich. Aber ansonsten, was das Gameplay angeht und so und überhaupt Spielablauf, Dialoge etc., da möchte ich eigentlich nichts installieren. Aber wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Mods, die ich noch... okay, der erste Mod funktioniert schon mal nicht. SkyUI will not work correctly, okay. Werden wir dann sehen. Also wenn ihr noch Vorschläge für irgendwelche Mods habt, die das Spiel ein bisschen anhübschen, dann könnt ihr mir das auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, um was es hier geht. Ich habe weder irgendwelche Let's Plays mir angeschaut, noch mich näher mit dem Spiel beschäftigt. Und bin jetzt schon gespannt, was hier auf mich wartet. Ich bin jetzt offensichtlich, sitze ich hier auf einem, ach, ich kann mich selber gar nicht sehen, cool, auf einem Gefangenentransport. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten, genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein! In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Der da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nords seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius. Der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Mara, Ibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch.
Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ah, jetzt kann ich hier einen Charakter erstellen, wahrscheinlich. Aha, kaiserlicher Hochelf, Dunkelelf. Gut, ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen abkürzen. Ich werde mir jetzt hier einen Charakter erstellen und wenn ich damit fertig bin, dann machen wir hier weiter, weil das kann ja ewig dauern. Ich kenne mich ja. Also wir sehen uns hier gleich wieder, wenn ich hier mit der Erstellung fertig bin. So, das ist jetzt mein Charakter. Ich habe jetzt eigentlich nur ein bisschen darum gebastelt. So wahnsinnig viele Optionen gab es ja jetzt hier auch nicht. Ich habe jetzt hier einen Waldelfen, nee, Hochelf habe ich ausgewählt, weil der soll ja magische Kräfte besitzen. Und diese Elfin, hoffe ich jetzt mal, wird mich dann gut durch das Spiel begleiten. Dann fangen wir doch mal an. Wenn du einen Charakter einen Namen eingeben. Okay. Oh Gott, oh Gott. Namen. Gut. Ihr gehört doch nicht zur Talmorischen Botschaft, oder, Hochelf? Nein, das kann nicht stimmen. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Zum Block? Was für ein Block? Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste zu den Somerset-Inseln zurückgebracht werden. Wie bitte was? Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Jetzt werde ich wohl hier irgendwie... Ach, ich folge von alleine. Ich muss nicht mal was tun. Cool. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Ach, da wird es einer nach dem anderen geköpft und die Köpfe fallen in diese nette Obstkiste da, oder was? Oh mein Gott. Meine Ahnen lächeln auf mich herab. Könnt ihr das auch sagen? Ah, Suppi. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Hochelf, ihr seid dran. Was, ich?
ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ach, jetzt muss ich davor. Ach, du meine Güte. Oh, ein Drachen. Wachposten, was habt ihr gesehen? Oh, ein Drachen. Ein Drache? Wie ist das möglich? Muss ich irgendwas tun? Muss ich was machen? Keine Ahnung. Wo muss ich hin? Nach dem folgen anscheinend. Okay. Oh, du lieber Himmel. Steine. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Durch den Turm. Hoch. Okay. Geh ich mal den Turm hoch. Hier geht's nicht weiter. Muss ich jetzt hier raus oder was? Oder wie? Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt welches das Gasthaus? Immer weiter. Oh mein Gott. Oh, ich hätte was drücken müssen, um zu springen. Was denn da unten? Ist das meine Lebensleiste? Oh, ich bin ja so ein Noob hier. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Tapfer, Junge, das macht ihr sehr gut. Thorolf! Immer noch am Leben. Bleibt nah. Ich bin hier leicht verwirrt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss genau Zylon, um zu springen. Aha, okay. Die Götter mögen euch leiten, Advar. Okay. Muss ich dem wohl nach? Bleib nah bei der Wand. Nah bei der Wand. Okay, ich bleib nach bei der Wand. Uah. Oh. Hey, folgt mir. Ich folge unauffällig. Jetzt sind es nur noch wir beide Gefangene. Wie nur noch wir beide. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann. Diesmal halten sie uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. Oh. Ach, da rein, okay. Da rein. Stufe 1. Habe ich jetzt schon Upgrade gekriegt oder was? Wie gesagt, ich bin hier der volle Noob. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, genau. Na bitte, sucht euch etwas aus. Drücke Arm, Behältnisse zu öffnen. Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Was für Verbrennungen? Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Eine Ausrüstung? Ja, tolle Idee. Ah, hier kann ich was durchsuchen. Ach, da. Kann ich hier was ablegen in der Truhe? Oder nehme ich das jetzt einfach? Okay. Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Okay. Die ist leer. Okay. Hallo? Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Ja, du hast es schon mal gesagt. Ich bin ja dabei. Aber dieses Sky-UI ist schon ziemlich langsam. Oder ist das überhaupt nicht das hier? Ich weiß es jetzt gar nicht. Eisenschwert, leichte Rüstung. Stiefel.
Und ein Schlüssel. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Wie lege ich eine Rüstung an? Da habe ich kurz. Warten. Wie lege ich denn eine Rüstung an, Leute? Statistik. Quest. Wie komme ich zum Inventar? Ich glaube, ich muss mir hier noch erstmal die Steuerung angucken. Steuerung. Charaktermenü B. Perspektive springen, sprinten. Okay. Schleichen, warten, Tagebuch. Aber von Inventar steht hier nichts. Charaktermenü B. Ah, okay. Objekte. Ach, Fußlappen habe ich jetzt ausgerüstet. Okay, ja, sorry, wenn ich hier etwas irgendwie etwas unbeholfen durch die Gegend klicke, weil, wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich bin hier der volle Noob, habe keine Ahnung, was ich hier tue. Und hoffe da auf eure Hilfe. Gebt mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Habt ihr das gehört? Sturmmäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Moment. Ihr wollt sterben. Ihr um einen richtigen Angriff. Okay. Das ist ja... Ach du meine Güte. Ach! Hätte ich eine Waffe gehabt? Ich habe gar keine Ahnung. Ah, hier. Oh. Okay, ach so, so schalte ich hier auf First Person. Und Third Person um, aber ich sehe nichts. Lass mich mal sehen, ob ich die LT, um zu blocken. Habe ich hier. Haben die vielleicht ein Schwert? Kann ich ein Schwert nehmen? Eisenkriegshammer. Ach, nehme ich den mal. Fellstiefrüstung. Da müsste ich jetzt gucken, ob die besser sind als das, was ich anhabe. Ich bin ja nicht so der... Kriegshammer habe ich auch. Eisenschwert. Hatte ich das vorher auch schon und habe es bloß nicht gemerkt. Ich nehme mal das Schwert. Ah, drücke X, um deine Waffe bereit zu machen. Ah, okay, kann ich ziehen. Eisen-Zweihänder. Nehme ich den mal mit. Ach, Handschuhe gibt's auch, oder? Fellpanzerhandschuhe. Fellstiefel. Brustpanzer nehme ich mal mit. Keine Ahnung. Huch, nackig. Ja, nee, ich will jetzt noch nicht los. Weil ich will mich ja hier erstmal umschauen und mich gescheit ausrüsten. Die da mal anziehen. Sturmmantel, Brustpanzer. Oh, da ist meine Rüstung besser. Okay, gut. Also, jetzt gehe ich mal hier dem hinterher hier. Okay. Whoa!
ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen. Sofort! Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Was war das? Tränke. Oh. Nimm dieses. Mein Gott, was ist das hier für eine... Eine... Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gut gebrauchen. Durchsuche das Fass nach Zaubertränken. Okay. Dieses Fass offensichtlich nicht. Dieses Fass auch nicht. Nehmen. Eine Holzschale. Nee. Ich sehe schon, das ist so ein Spiel, wo man sammelt bis zum Umfallen. Ich weiß, aber nachdem ich noch gar nicht weiß, ob man diese Krempel dann auch wieder verkaufen kann. Da bin ich lieber mal vorsichtig. Kleine Heilung. Das nehmen wir doch mit. Gibt es irgend so ein Schnellinventar? Ich muss mich ja wirklich mal mit der Steuerung hier beschäftigen. Und fertig, hier entlang. Wir sind im Keller. Wie? Hört ihr das? Kommt schon! Müssen wir uns hier wieder kloppen oder was? Wer sind denn die Feinde überhaupt? Was macht ihr denn? Keine Ahnung. Wer sind denn hier Feinde und wer nicht? Die mit den blauen Mäntelchen. Mal gucken, ob wir die looten können. Aber das geht ja ziemlich langsam. Ich weiß nicht. Ah, die haben bloß... ...ein wenig aufgebracht, über Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte. Oh, vielleicht gibt's hier was Tolles zu holen. Hier ist eine... Eisenstreitkolben. Den nehmen wir doch mal. Oh, und ein Schild. Ein Schild ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ein Buch. Ihr habt mir nicht. Das Buch von Drachenblut. Die Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert. Oh mein Gott, da kann man ja lesen, bis man umfällt. Wahrscheinlich wisst ihr das schon alles. Aber ich werde vielleicht noch mal. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Später das noch mal angucken. Ich hoffe, man kann es später dann noch mal einsehen. Aber wenn ich es im Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Im Inventar habe, da werde ich es ja wohl angucken können. In diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie Wort. Ah. Ach du meine Güte. Wie geht denn das jetzt? Bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich... dreht sich das schon... Ach Gott. Da bin ich ja wieder der... Wie geht denn das bitte? Dietrich drehen, Schloss drehen. Hä? Woher weiß ich, dass der an der richtigen Stelle ist? Oh Gott. Hä? Oh Gott, ich breche da alle Dietriche ab, die ich da habe. Na komm. Der Meister ist am Werk hier, meine Güte. Ah. Okay. Nehmt all meine Sachen, bitte. Ah, dann nehme ich immer Zauberbuch. Gold. Na? Gold.
gut. Ah, ich spiele hier wieder erste Mensch. Okay. Besser hier unten als da draußen. Wie, du willst jetzt nicht weitergehen, oder was? Oder, Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Wie, da gibt's keinen Ausgang. Kann ich hier irgendwie noch was gucken? Das sind lauter Zellen hier, oder? Aufschließen? Ah, nee, nein, 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 nein. Nee. Da. Ich bin ja hier nicht der Schlossknacker. Oh, da hängt noch einer drin. Hier entlang. Hier entlang. Gut. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo geht der Ausgang? Ja, wo ist der Ausgang? Das wüsste ich jetzt auch ganz gerne. Ja. Aber ich könnte mal mein Schild ausrüsten, oder? Ah, diese. Fall da jetzt noch runter, oder? Oh. Hat er was bei sich, was ich brauchen kann? Nein, schreit was. Nichts Besonderes. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man den ganzen Krempel, den man hier einsammelt, irgendwie gewinnbringend verkauft. Sehen, wo das hier hinführt. Benutzen? Ah. Es geht hinab. Oh, ein Beben nach dem anderen. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Ach so, ist da jetzt... Wir gehen besser weiter. Finden die anderen ihren eigenen eingestürzt. Wo müssen wir hin? Geht's hier rauf? Kann ich hier rauf? Nee, oder? Ah, doch. Kann ich hier rauf? Ach. Nee. Geht irgendwie nicht. Aber da geht's noch lang. Ich durchsuche ja mal gern alles. Vielleicht findet sich was. Gold. Gold. Achso, das hatte ich schon. Zaubertrank. Geldbeutel. Oh, hier geht's auch noch weiter. Hier gibt es aber nichts. Okay, gut. Und hier ist Schluss. Wahrscheinlich lacht ihr euch schon tot hier über meine Rumgestolper hier in dieser Höhle. Na, hier gibt es auch noch was. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Wo entlang? Ja, da. Ja, ich kenne mich nicht hier aus. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo es rausgeht. Ich dachte, du weißt das. Oh je. Oh, was? Oh
was durchsuchen? Was kann ich da einsammeln? Wahrscheinlich irgendwie ist ein Blutschlangen, das Gift, das die Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte hinzufügen. Hä? Okay, vielleicht kann man es ja mal brauchen. Und ein Eisenpfeil. Ich habe noch gar keinen Bogen. Aber egal, nehmen wir mit. Magie? Habe ich was an Magie irgendwie? Und wenn ja, wie? Flammen? Zerstören, heile Wiederherstellung. Hochrasserei. Da müsste ich mich wahrscheinlich mal damit beschäftigen, wie ich denn meine Magie hier einsetzen kann überhaupt. Wo bin ich und wo muss ich hin? Hier sind irgendwelche Spinneneier hier, oder? Ha. Man weiß nicht, wofür die gut sind, aber es wird mal mitgenommen. Also das Schnellste ist das Spiel ja hier nicht, oder? Ich habe irgendwas falsch eingestellt, ich weiß es nicht. So. Eisenstreitkolben, den nehmen wir auch mal mit. Oh, da sind irgendwelche Typen eingesponnen. So, jetzt gehe ich wohin? Hier rauf irgendwie, oder wo war das? Wo ist er jetzt hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier? Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich muss hier mein Inventar aufstocken. Wahrscheinlich habe ich jetzt ganz tolle Sachen übersehen. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Ups. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Oh, ich kann Taschendiebstahl betreiben. Wie rüste ich denn jetzt hier den Bogen bitteschön aus? Oh, Mann. Eisenpfeil. Eisenschwert. Oh mein Gott. Wo ist jetzt der Bogen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder muss ich den nur aufheben hier irgendwo? Laterne. Nee. Das wird jetzt mein sicherer Tod, weil ich mich hier mit der Steuerung nicht auskenne. Ich sehe das schon. Entdeckt. Na supi. Versteckt. Vielleicht komme ich hier hinten rauf, ganz... Das war knapp. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Oh,
Okay. Ja, liebe Leute, ich würde hier mal dann eine kleine Pause machen. Und es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied. Okay, gut, ja. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Gut, liebe Leute, dann, ja, wie gesagt, würde ich für diese Folge mal Schluss machen. Mich noch ein bisschen näher hier mit meinem Inventar und der Steuerung vertraut machen, sonst komme ich hier nicht weit, habe ich so das Gefühl. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder, wo ich dann, keine Ahnung was mache, in die nächste Mission aufbreche. Wohin ich dann auch immer gehen muss. Wir werden es dann sehen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!